Willkommen zurück zu City Skylines. Im letzten Part haben wir angefangen, ein neues Wohngebiet fertigzustellen. Also wir haben die Straßen gesetzt. Das war ja so ein bisschen das Ziel, das war unsere Stadt erweitern. Ich möchte jetzt auch in diesem Bereich, möchte ich auch gerne eine Straßenbahn haben. So bei einem gering gebieteten Wohngebiet. Das wollte ich sagen, Wohngebiet. Da wollte ich nämlich eine Straßenbahn hinsetzen. Hier unten. Ich finde, das sieht immer ganz schön aus, wenn man dann so kleine Häuser hat. Hier würde ich das später vielleicht auch noch einfügen. Ja. Aber jetzt sind wir ja erstmal hier zugange. Genau, das hatten wir am letzten Part hier gemacht. Hier möchte ich ja gerne Wolkenkratzer haben. Also hier dicht besiedeltes Wohngebiet, dann Gewerbegebiet. Und Bürogebiet soll hier so hin. Hab ich mir so gedacht. Und hier unten wird dann gering besiedeltes Wohngebiet und Gewerbegebiete hin. Wir machen jetzt erstmal noch die Straße hier fertig. Und dann würde ich sagen, färben wir die Stellen ein. Ja. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass das jetzt hier so ein bisschen Kuddelmuddel wird. Dann setzen wir das halt selber. Ah, bin ein bisschen verrutscht. Oh, ich glaube, das sieht aber ganz gut aus. So, dann hier entlang. Ja, das würde ich auf jeden Fall hier wegmachen. Und hier würde ich auch einen Anschluss hin machen. Oh, Gewittersturm. Bis jetzt hatten wir ja eigentlich noch recht viel Glück, was Stürme und sowas angeht. Ne? Wir haben da ja nicht so viel verloren. Tsunami war ja jetzt im letzten Part, also davor dem Part meine ich, war ja schon echt überraschend. Ich hatte da auch leichte Panik. Ne? Da hatten wir ja hier sehr viel verloren gehabt. Zum Glück ist die Hauptstadt ja eigentlich hier sehr hoch gebaut, deswegen kam da auch die Welle nicht so gut hin. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder viel Feuer. Wenn viele Gebäude wieder anfangen zu brennen. Ich muss gleich mal drauf achten, ob da nicht irgendwo dann Strom ausfällt. Das gewittert aber jetzt ganz schön, ne? Das hier noch doch noch mal anpassen, irgendwie gefällt mir das nicht. So, dann so. So, dann mache ich hier noch mal so zwei Straßen durch, das reicht. So, hier könnte man das auch noch verbinden. Das ist am Gewittern, ey. So. Dann binden wir das hier auch nochmal an. So.
Also manchmal kann man die Straßen echt gut setzen, ne? Da klappt das richtig gut. Nur die Mitte sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Hier, ne? Aber da könnte man ja noch irgendwie was reinbauen, ne? Das wird weg. Also hier wird bestimmt nachher echt viel los sein an dieser Stelle hier, ne? So, hier soll auf jeden Fall noch eine Straße runterführen. Auch eine breitere. Oh, was ist denn da los? Okay, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Hier, die haben keinen Strom. Da ist der Blitz wohl eingeschlagen. Denn da muss man nämlich auch einmal aufpassen. Wenn man das mal nicht merkt oder so, oder man lässt das Spiel einfach laufen, man geht kurz weg und kommt wieder. Katastrophe. Das ist mir nämlich schon passiert, dass ich dann kurz weggegangen bin. Dann bin ich wiedergekommen und dann hatte ich Minus. Da musste ich dann altes Spielstand neu laden. Ich verbinde einfach mal alles hier. Aber ich glaube, jetzt läuft es auch wieder. Scheint alles so wieder okay zu sein. Hm. Da sind noch so ein paar Überreste. Kann ich die nicht wegmachen? Doch. Ja. Oh oh. Aber eine Feuerwehr haben wir hier. Nee, hier. Ist auf jeden Fall grün. Ja, also da muss auf jeden Fall... Oh, das ist nicht verbunden, deswegen. Stimmt, das hatte ich ja weggemacht. Dann setzen wir mal ganz schnell eine neue Straße hin. So, dann machen wir hier auch noch mal so eine Anbindung. So, die würde ich mal wieder wegmachen. Verursacht sonst nur Stau, wenn da wieder eine Kreuzung auftaucht. Okay, das wird sich gleich wohl wieder beruhigen. Ich denke jetzt hier, im Großen und Ganzen sind wir jetzt fertig. Ich glaube, so würde ich das lassen. Das ist natürlich hier ein bisschen blöd. Mal gucken, wie die Häuser nachher aussehen, wenn die hier aufgebaut werden. So, diese Wohnhäuser würde ich auch wegmachen. Das ist nämlich viel zu laut an der Stelle. Setzen wir hier Häuser. Hier dürfen jetzt überall welche aufgebaut werden. Das da kommt weg. So. Wir hatten ja im letzten Part auf jeden Fall sehr viele Einwohner verloren, weil wir ja viel weggerissen haben. Die müssen wir uns jetzt wieder zurückholen. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Sollen sie erstmal das aufbauen? Dann würde ich hier Gewerbegebiet hinmachen. Damit sie auch shoppen gehen können. Dann hier auch noch mal welche hin. So. Und hier unten würde ich, glaube ich, Motels hin machen. Ach, Motels, Bürogebäude meine ich. Aber Motels könnten wir auch noch ein paar hin machen, ne? Das Problem ist beim Hotel, also wenn man diese
Spezialisierung dahin macht, dann ist der Stau natürlich dann immer sehr stark an der Stelle, ne? Oder aber kein Strom. Oh jo, hier ist auch was kaputt gegangen, da auch. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Das ist der Nachteil halt, wenn man viel auseinanderbaut, ne? Bei so einem Gewittersturm kann das schon ganz schön gefährlich werden dann, wenn man darauf nicht achtet. Guck, jetzt haben wir hier überall kaputtem Strommasten. Das sieht ja mal voll blöd aus. Sieht man auch noch so schwer weg, ne? So. Oh, da ist was kaputt. Nein, das wollte ich wegmachen. So. Wieder aufbauen. Warum ist denn das überall am Brennen? Wegen dem Gewittersturm. Ich muss schon sagen, also die Stadt gefällt mir so, wie die aussieht, schon echt gut. Ja, ich finde, die sieht doch eigentlich ganz schön aus. Bis auf vielleicht überall die, so die Waldbrände. Aber sonst sieht die echt schön aus. Vor allem da hinten, da brennt es irgendwie immer, ne? An der Stelle. Dann haben wir hier auch noch überall. Ach, warte mal, das ist die neue, ne, die ich da gesetzt habe. Na toll. Die sollte natürlich stehen bleiben. So. Nee, falsch. Die muss natürlich bleiben. Unsere Müllverbrennungsanlagen da hinten, die nutzen natürlich auch den Bürgern hier was, weil die nämlich Strom erzeugen. Das kann man natürlich gut gebrauchen. So. Hier kommen wir natürlich noch Wasser hin. Ich glaube, jetzt ist alles wieder in Ordnung, ne? So, hier bauen sie jetzt langsam auf. Jetzt kriegen sie auch hier diese Krankenhaus und sowas, was denen hier halt noch fehlt, kriegen sie jetzt. Das ist hier natürlich super, passt da super hin. Vor so einem Friedhof haben sie halt nicht weit, ne, vom Krankenhaus. Dann können hier noch gleich Verbrennungsanlagen hin. Zwei Stück machen wir dahin und hier unten noch eine. So. So, Feuerwehr. Ist natürlich bei uns hier sehr wichtig, bei dem ganzen Wald, den wir hier drumherum haben. Das ist etwas wenig Platz hier auf dem Schreibtisch. Und dann machen wir die hier hin. Dann deckt eigentlich alles ganz gut ab, ne? Wenn ich die hier hin mache. Was mich stört, ist das da hinten, ne? Das so vielleicht? Ja, das ist halt hier unten, ne? Aber dann machen wir hier einfach eine zweite hin. Da wollte ich nämlich so noch eine Straße durchmachen. So. Und Polizei brauchen sie ja noch. Mal da einen hin und hier unten. Eine Schule haben sie auf jeden Fall genug. Und dann eine Oberschule. Könnten sie auf jeden Fall auch noch eine gebrauchen. Machen wir gleich zwei Stück hin. Dann haben wir wieder erstmal genug. Und Uni brauchen sie nicht. Bibliothek können sie gebrauchen, ne? Machen wir hier eine hin. So. Freie Schule brauchen wir nicht.
Oberschule. Institut für moderne Technik. Haben wir so einen Teil schon? Nee, ne? Wäre vielleicht dann gar nicht so schlecht, wenn wir davon einen hier hinsetzen. Wie sieht das aus? Wenn man es noch ein bisschen angleichen würde, ne? Ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Ne, warum ist denn das jetzt so? Pinselstärke ein bisschen hochschrauben. So, dann. So, und dann hier so. Ja, ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Hier würde ich es noch ein bisschen ändern. Weil da kommen ja auch noch Häuser hin. Ein bisschen zu wenig, so. Pinselstärke ein bisschen anglätten, so, damit das nicht mehr ganz so spitz aussieht. So. So finde ich es, glaube ich, ganz gut. Ja. Okay, das hätten wir auch schon. Wie sieht es denn mit Parks und so aus? Da könnten wir ruhig auch noch welche hinmachen. Hier ist zum Beispiel total rot. Machen wir hier eins hin. Hier können wir auch noch einen hinmachen. Ich finde, hier gibt es viel zu wenig Auswahl. Ich sollte mal ein paar aus dem Workshop runterladen. Immer irgendwie die gleichen, die man immer baut, ne? Jetzt haben wir aber echt viel Geld ausgegeben, ne? Mach hier einen hin. So. Ein bisschen verteilt. Da könnten wir noch einen zweiten machen. Hier sind natürlich auch noch diese Spezialgebäude, die man auch noch alle bauen kann. Aber wir haben kein Geld. Das ist halt das Problem jetzt. Das hat uns halt jetzt echt viel Geld gekostet, die Krankenhäuser und sowas zu bauen. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen vorspulen. Ein komischer Gestank. Wie riecht denn ein toter Mensch? Hier sind auch noch so ein paar Dinger. So, jetzt müsste natürlich hier auch noch eine U-Bahn hin. U-Bahn-Anbindung. Dann wäre hier ja auf jeden Fall eine notwendig. Dann hier unten irgendwo. Und hier. Also bei der Straße bin ich mir noch unsicher, ob ich die nicht nachher doch nochmal irgendwie anders baue. Deswegen werde ich da jetzt keine hinmachen. Weil die ist mir irgendwie zu gerade, so, weißt du, so. Und dann auch noch so auf den Hügel so mitten drauf. Das sieht ein bisschen komisch aus. Mal gucken, vielleicht tue ich das nachher nochmal ändern. Dann irgendwo hier drin würde ich auch noch gerne einen machen. Ne, die versetzen wir ein bisschen. Hier hin. So ein bisschen mehr in der Mitte. So, ich glaube, das reicht dann auch. Da haben wir ja überall noch gar nichts. Dann verbinden.
mal, eigentlich könnte ich das hier so ein bisschen anders machen. Dass sie halt nicht ganz so viel fahren müssen. So ein bisschen kürzer. So. Und hier natürlich auch noch. So, mal gucken, ob sich das jetzt wieder von alleine setzt. Ja. Sehr, sehr schön. Hier ist das ja. Das ist ja der Bahnhof. Dann hier noch. Und hier. Und hier. Super. Fertig. So, jetzt vereinzelt hier noch kein Strom, aber das kommt noch. Sobald da viele Häuser stehen. Oh, da hinten ist ja wieder was kaputt gegangen hier. Ist das wegen dem Strom jetzt? Strom. Wegen dem Dings gewesen? Wegen dem Sturm? Ich meine, hier war auch vorher mehr, ne? Das sieht ein bisschen wenig aus. Obwohl hier unten steht ja auch noch ein paar Sachen. Okay, das hätten wir. Da steht auch noch was Kaputtes. Ach, da auch noch. Und jetzt hat die natürlich da unten auch keinen Strom. Das brauchen sie, ja. Kürzer machen. Also das Industriegebiet, das Stück hier, das mache ich später auf jeden Fall noch weg. Das bleibt so nicht. Das war ja nur wegen der Nachfrage. Ja. Nur deswegen hatte ich das ja dahin gebaut. Aber das soll später halt natürlich schön hierhin alles. Oh, was ist denn da los? Nicht genügend Käufe für Produkte. Ölindustrie. Stimmt, da war ja was. Hier. Können wir da neue Sachen machen? Vier Stück. Könnten sie das leer machen, das alles hier hinbringen. Tanklager. Okay, wir haben das auch nicht verarbeitet, deswegen. Ne? Ich meine, Öl wird ja auch so verkauft, aber man ist ja besser, wenn man da noch Sachen herstellt mit. Ich glaube, das war es auch, ne? Was ist das hier? Ah, Lager. Das brauchen wir nicht. Ölspeicher. Das haben wir noch nicht, ne? War davon auch noch Dreier? Mal schauen, wie sich das hier nachher. Unterhalt. Gesamtprofit. 633. Oh, über 1000. Das ist schon mal gut. Das bringt ein bisschen extra Kohle. Oh, unsere wöchentlichen Einnahmen sind echt hoch, ne? Ich meine, über 20.000 ist schon echt viel. Also das hat sich echt gelohnt, jetzt gerade das auszubauen, ne? Da wollte ich auf jeden Fall auch noch mehr von bauen. Solche Gebieten, jetzt nicht unbedingt nur Öl, natürlich auch noch andere. Müssen wir noch gucken, wo wir das noch alles, wo wir das so hinbauen. Hier würde zum Beispiel so Forstindustrie echt gut hinpassen, ne? So
So in den Bergen hier. Würde bestimmt gut aussehen. Weil hier haben wir ja schon ein bisschen Forstindustrie. Aber Industrie haben wir wieso jetzt gar keine Nachfrage. Deswegen lohnt sich da auch jetzt nicht was zu bauen. Mich nervt das hier ein bisschen, dass hier so kein Strom ist. Ich glaube, den gebe ich jetzt mal eben Strom. So, dann... Das auch noch. Okay, hier sind jetzt schon einige Häuser. Boah, das sieht so... Oh nein! Als ich gerade schon so geguckt habe, da sah ich das schon. Oh nein. Oh mein Gott, ist die hoch, ey. Ich dachte noch so, ne? Die kommt ja hier schlecht hoch, weil ich ja hier so hoch gebaut habe, ne? Obwohl, es wird, glaube ich, noch... Ich glaube... Obwohl, das ist... Oh Gott, die ist ganz schön hoch. Verdammte Scheiße. Ich habe mich gerade noch so gefreut, dass wir so viel Umsatz machen. Das wird jetzt gleich richtig stark in den Keller gehen. Oh, verdammt, was ist das? Alter, wie hoch! Ein schöner ganzes Schmutzwasser, ne? Boah, guckt euch mal, wie hoch die ist. Ey, die wird... Die wird doch mit Sicherheit bis hier hinkommen. Vor allem der Fluss, der unterstützt das ja dann auch noch immer so ein bisschen. Dann wird der Fluss garantiert auch wieder etwas hochsteigen. Oh, wir hatten doch erst einen Tsunami. Wie kann das jetzt schon wieder in einer kommen? Ich hoffe nicht, dass allzu viele Einwohner sterben. Ich meine, man kann ja das mit diesem Dings machen, ne? Das sollten wir vielleicht im nächsten Part noch machen. Wie nennt sich das nochmal? Nee, oder? Nein! Ein Tornado auch noch! Oh, bitte nicht hier in der Nähe. Oh Leute, ey, guck mal. Das hat sich gerade alles aufgebaut, jetzt alles wieder weg. Also hier scheint alles noch so recht in Ordnung zu sein. Jetzt, hier ist nichts eingestürzt, so großartig, ne? Da muss ich nichts reparieren. Aber hier, so viele, ach, Leute. Oh. Ey, gut, dass ich hier nicht angefangen, oh, da ist er. Gut, dass ich nicht hier die, hätte ich hier angefangen zu bauen, hätte ich mich echt jetzt echt schwarz geärgert. Da hätte ich ja echt alles verloren. Boah, Leute, das war ja eine Welle, ey. Jetzt sterben die ganzen Einwohner, ey. Also, okay, hier ist die Straße kaputt. Das ist nicht so schlimm. Boah, ist das hier für ein Sturm, ey. Also wir haben jetzt schon, glaube ich, um die 5000 Einwohner verloren. Ich meine, wir hätten vorher so 35.000 oder so gehabt. Boah, wie weit denn noch, ey? Die Welle ist auch noch so hoch. Das ist, glaube ich, auch alles relativ gerade. Das wird etwas dumm, bis das Wasser wieder weg ist. Oh oh. Nein. Geh weg. Husch, husch, husch. Jetzt geh weg, geh weg. Ja, ja. Oh, Gott sei Dank. Hat schon Angst, dass er hier die ganzen Straßen kaputt macht. Jetzt geht das Wasser langsam wieder zurück. Wie weit ist es jetzt gekommen? Ist immer noch am Laufen, ey.
Aber nicht mehr so stark, ne? Oh, 22.000, ey, ich glaube, ich spinne. So ein Notfalldings müssen wir hier bauen, ey. Hier so ne, zum Evakuieren. Das müssen wir im nächsten Part bauen. Also ich habe immer das Problem, dass das bei mir überhaupt nicht so wirklich funktioniert. Selbst wenn ich das baue. Weil das kaum mit Essen und so gefüllt wird. Ach, kann ich das jetzt reparieren? Das würde mir aber auch nichts nützen. Weil ich die ja eh jetzt noch nicht benutze, die Straße. Und wir, ich glaube, wir können das Geld lieber für diese Gebäude gebrauchen, die wir verloren haben. Leute, guckt euch das mal an, ey. Fast die ganze Stadt unter Wasser. Boah, 41.000, ey. Oh, oh, oh. Ich guck mal, ist hier bis zum Fluss. Oder genau gesagt, bis zum See. Und zu dem Fluss. Aber jetzt geht's langsam weg. Ist natürlich noch alles stark unter Wasser. Und den Einwohnern gefällt es überhaupt nicht. Okay, hier haben wir echt viele Häuser verloren. Hier geht's zum Glück. Kommt natürlich jetzt drauf an, wie lange die noch unter Wasser sind. Ansonsten haben wir jetzt schon, ich glaube, um die 17.000 Einwohner verloren. Das hat natürlich jetzt echt... Oh, guck mal, ey. 42.000. Okay, hier wird langsam alles wieder normal. Das ist schön. Dort baue ich die Sachen hier noch eben schnell auf, bevor uns nachher das Geld dafür... Oh nee, guck mal, das Busdepot. Ach, Busdepot. Busbahnhof. Bahnhof. Ist alles eingekracht. Oh, was das kostet, ey, die wieder aufzubauen. So, Leute. Das war's in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal in City Skylines. Tschüss.